Hi und willkommen auf meinem YouTube-Kanal Classic Airsoft. Heute dreht sich alles um die Tokio Marui Automag 3. Einmal ums alte Modell und einmal um die aktuell produzierten. Das alte Modell kommt wie für Springs in den 80er und 90er Jahren bei Marui typisch in einem silbernen Karton mit einem Artwork. Das aktuelle Modell kommt in einem deutlich schöner gestalteten Karton. Hochglanz mit einem Foto der Automag daher. So, was befindet sich in den Boxen? Die alte Automag, leider habe ich das ganze Zubehör nicht mehr, was dabei war, befindet sich in einer Styroporbox. Dazu der Automag-Schriftzug, HG für die HG-Version. BBs fehlen leider, normal wären hier 100 020er. Kunststoff-BBs von Marui. Die Pistole habe ich von einem anderen Sammler bekommen. Da diese aus Italien stammt, war die Front rot eingefärbt. Dies hat der Sammlerkollege offenbar übermalt. Mehr oder weniger schön. Schauen wir mal, was die neue zu bieten hat. So. Die aktuell produzierte Automag wird geliefert mit einem Warnhinweis. Magazin nicht über Kopf einführen, sonst kullern die BBs raus. Bitte senkrecht. Ansonsten die üblichen Marui-typischen Warnhinweise, Garantiekarte, Bedienungsanleitung und zwei Zielscheiben. Dann finden wir in der doch nach wie vor identischen Verpackung die Automag, ein Tütchen 020er BBs, Automag Schriftzug, hier mit dem Hop-Up-Symbol im Vergleich zum alten HG. Das hier ist die Hop-Up HG-Version, jetzt auch mit einer Banderole, Long Range Accuracy, was einem nochmal verdeutlichen soll, dass man quasi das Top-Modell der Marui Spring-Pistolen erworben hat, auch mit einem Laufstopfen versehen. Nehmen wir die Pistole raus. Entfernen die Banderole, den Laufstopfen. Der linken Seite Automag 3, Kaliber 30 Carbine, Irwin Dale CA, IAI. Auf der rechten Seite Stainless, Made in Japan, wo normal Made in the USA stehen sollte, ASGK und eine Seriennummer. Pistole hat einen Hammer, der sich spannen lässt und abschlagen. Naja, oder auch nicht. Er lässt sich spannen und schnellt selbst wieder nach vorne. Abschlagen ist hier nicht. Hier mal mit dem älteren Modell zu vergleichen. Die Springs haben das identische Gewicht, identische Markings. Und sind auch identisch verarbeitet. Also es handelt sich hier um ein und dieselbe Airsoft. An sich ein sehr schönes Modell und mir ist auch leider kein anderes Automag 3 Modell bekannt. Das Magazin ist leider aus einem nicht so schönen grauen Kunststoff gefärbt. Gefärbt, ja, gefertigt und eingefärbt. Es wirkt, als hätte es Risse, das sind aber Farbläufer innerhalb des Kunststoffes. Geladen wird das Magazin von vorne. Einfach die BBs einstecken. Fertig. Dann nehmen wir zum Kronen auch mal das alte Modell hinzu, um zu beweisen, dass es sich um dieselbe Pistole handelt. Und Marui hier nichts verändert hat. So, ich habe in jedes Magazin 3 BBs geladen. 0,20 Gramm. Garda Kunststoff.
Also nichts Besonderes. Dann wollen wir mal beginnen mit dem alten Modell. Hundertvierundachtzig Komma sieben FPS. Hundertneunundsiebzig Komma zwei FPS. Hundertzweiundachtzig Komma acht FPS. Dann nehmen wir mal die aktuell produzierte Automec. Hundertneunundneunzig Komma fünf FPS. Hundertneunundachtzig Komma sechs FPS. Und 189,5 FPS. Wie man sieht, nehmen sich die beiden Automecs eigentlich nichts und sind nach wie vor dieselben Modelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, einen Daumen hoch, einen netten Kommentar. Ich freue mich über alles. Schönen Dank für eure Zeit.